Guten Morgen und herzlich willkommen zur 21. Etappe von San Martin del Camino nach Astorgo. Ich befinde mich im Eingang vom ersten Dorf, Hospital de Orbigo. Hinter mir der Fluss Orbigo und eine wunderschöne römische, alte römische Brücke, welche ins Dorf hineinführt. Die ersten 6 Kilometer waren entlang der Schnellstraße und das ist wirklich nicht schön. Ich habe euch auch ein Video gemacht, welches ich nun für euch einblenden werde. Ja, es ist Zeit für Frühstück. Bin um 6:30 Uhr losgegangen und es wird jetzt kurz vor 8 sein, also Zeit für einen Kaffee. Ich bin so froh, habe ich gestern die Alternativroute gewählt, weil sind heute noch zwischen 6 und 7 Kilometer entlang dieser Schnellstraße und gestern wären es auch 20 Kilometer gewesen. Das ist wirklich nichts Schönes. Also nochmals, nach León unbedingt die Alternativroute nehmen, unbedingt. Ersten Dorf heute, Hospital de Orbigo, und das hier ist eine mehrstöckige Storchensiedlung und rechts und links davon ist dann gleich auch der Nachbar. Um ins Dorf Hospital de Orbigo zu gelangen, wird eine spektakuläre Römerbrücke über den Fluss Orbigo überquert. So, wieder wunderbare Landschaft. Es ist hügelig, es geht auf und ab. Hier auf dem Weg nach Astorga. Ich habe es eben das dritte und letzte Dorf passiert. Nun ist der Weg so leicht hügelig. Bis nach Astorga sind 12 Kilometer. Und weiter vorne gibt es dann einmal noch einen, oder sollte es einen schönen Ausblick geben von einer Anhöhe aus über Astorga. Bin ich sehr gespannt, aber ja, gefällt mir sehr gut. Was schwierig ist mit den Blasen ist dieser Weg. Wenn es so mittelgroße Steine hat, einfach wenn es uneben ist, dann kann ich so einen Stein erwischen und das gibt es halt, dann drückt es recht auf die Blase. Aber sonst von der Natur her sehr, sehr schön. Für die Strapazen und all die Anstrengungen auf dem Weg wird man doch auch immer wieder von der Natur entlohnt mit schönen Aussichten und schöner Natur. Wunderbar. So, die Anhöhe mit dem Kreuz ist reich. Ich bin oberhalb von Astorga. Hier gibt es einen Rastplatz. Da werde ich jetzt auch Rast machen. Und
dann auch den Ausblick über Astarga genießen. Wunderbar, auch die Bergkette im Hintergrund und unten Astarga. Auch mit einer großen Kathedrale sehe ich. Jetzt geht es also runter bis zum Etappenziel. Ich bin noch nicht am Ziel, aber so ein ganz kleines Radler, das habe ich mir gegönnt und auch verdient. So, hier hinten, das was in die Höhe wächst, ist Hopfen, wird wieder Hopfen angepflanzt. Das heißt, in Astarga muss auch das Bier wieder sehr gut sein. Was es auf dem ganzen Weg schon war, muss ich schon sagen. Super Bier. Im Hintergrund hört man schon das Geläut der Kathedrale. Sieht auch imposant aus von hier aus. Wunderbar. So, jetzt geht's hier rüber. Man hört die Italiener immer am Schwatzen. Dann auf der anderen Seite wieder runter. Ungestüm von einer Brücke da. So, aber man hat hier oben von der Brücke einen schönen Überblick über Astarga. Dann kapiere ich das endlich. Astarga heißt der Ort. Astarga. So, bald geschafft. Jetzt muss ich nur noch hoch. Ich sehe nämlich schon meine Unterkunft. Ein großes H. Unten hat es 4 Sterne. Wie de la Plata. Da bin ich heute Nacht. Super. So, das Astarga. Das muss man sich zuerst also verdienen. Jetzt geht's da hinauf in die Altstadt. Ei, steil wird's. Steil wird's. Aber nur noch ein paar Meter. Dann bin ich oben. Astarga war als Asturica Augusta schon zur Zeit der Römer sehr bedeutend, was sie an zahlreichen baulichen Überbleibseln sehen können. Im Mittelalter war die Stadt eine wichtige Station auf dem Jakobsweg. Hier trifft übrigens der von Sevilla kommende Jakobsweg Via de la Plata auf den Camino Frances. Wir waren auch schon hier in Astarga. Hier gibt es eine Ausgrabungsstätte mit noch relativ gut erhaltenem Mosaik. Wow! Ist das eine kleine, hübsche Altstadt hier in Astarga? Fantastisch! Hi, Damien, how are you? Good? So, hier hinten, ganz zu hinterst vom Dorf, kommt die Kathedrale. Wow,
Neben der Kathedrale gibt es das Palacio Gaudí Museum. Ist auch ein Bauwerk von Antonio Gaudí. Ja, das ähnelt doch schon noch nicht ganz. Die Sagrada Familie ist dann schon noch spektakulärer, aber das hat dann schon was von der Sagrada Familie im Gegensatz zur Casa Botines in León. Auch sehr, sehr toll. Dann hier hinten die Kathedrale. Auch fantastisch. Ja, schaue ich sie mir noch von vorne an. Aber ich glaube, da von der Seite hat man schon einen sehr schönen Blick über die Kathedrale. Wow, super. Auch die Kathedrale von Astorga, sehr schön, sehr sehenswert. Gefällt mir sehr gut. Auch hier die Details des Eingangsportales, die sind einfach fantastisch. Mit dem Holztor, dann diese in Stein gemeißelten christlichen Figuren. Gewaltig. Ein Kunstwerk erneut. Palacio Gaudí von Antonio Gaudí von 1889 bis 1913 in seinem unverkennbaren neugotischen Jugendstil geschaffen. Heute Museum. Das ist hier ein sehr schöner Platz in Astorga. So, da ist mein Hotel, Vie de la Plata. Mal schauen, ob alles schon bereit ist. So, hier bin ich zu Hause heute Nacht. Ich bin im Zimmer 212. Ich habe ein Einzelzimmer gebucht. Jetzt habe ich sowas bekommen. Hier ist so der Eingangsbereich, der Koffer ist schon da. Das ist mein Badezimmer. Schlicht. Der WC ist hier hinten. Mit der Dusche. Aussicht. Von hier hinten bin ich gekommen heute, über diesen Hügel hinweg. Wunderbar. Da habe ich ein Sofa zum Entspannen. Und hier mein Schlafzimmer. Auch mit Aussicht. Wunderbar. Sieht mehr aus wie eine Wohnung als wie ein Einzelzimmer. Wunderbar, gefällt mir sehr gut. Da kann ich mich ausbreiten.
So, bin am Mittagessen, schön draußen. Voilà, mein obligates Bier. Und zur Vorspeise gibt's Makaronen mit Bolognese. Makaronen Bolognese. Das ist mein Hauptgang vom Menü. Das ist eine Poulet-Brust mit Pommes frites. So, zum Schluss noch ein Dessert, ein Postre, wie das heißt hier in Spanien. Sieht gut aus. Das Menü war ganz okay. Sehr einfach, aber war gut. Doch, bin zufrieden. So, bin auf der wunderschönen Plaza de España. Das war's für mich. Ich verabschiede mich von euch. Danke vielmals fürs Folgen. Ich freue mich über jeden Daumen hoch, über jeden Kommentar, über jedes Abonnement. Danke vielmals. Ich habe schon die Etappe für morgen etwas vorbereitet. Habe dann gesehen, es geht dann hoch hinaus morgen. Geht auf 1400 Meter. Wir sind, ja, Astorga würde ich schätzen, so 820, 850. Also morgen auf 1400. Ich freue mich. Und ja, das war's. War ein wunderschöner Tag. Astorga, eine Reise wert. Habe ich nicht so gedacht, dass es so schön ist. War nicht auf meinem Radar, aber tolle Stadt. Super, danke vielmals und bis morgen. Buen Camino!